Lange vor dem Damenfußball-Hype wurde die Damenfußballmannschaft des SC Manswörth ins Leben gerufen. Sofort beim Start wurde die junge Truppe umgehend Herbstmeister in ihrer Klasse. Hier das Porträt der jungen Mannschaft. Training der Damenmannschaft. Die Damen sind mit voller Begeisterung dabei. Ja, da sind wir sehr froh darüber, dass wir eine Damenmannschaft da stellen können in Manswörth. Wir haben vor anderthalb Jahren begonnen mit einer Damenmannschaft, waren in der ersten Saison gleich relativ erfolgreich, haben einen Herbstmeistertitel errungen. Im Frühjahr ist dann nicht mehr so gelaufen, da sind wir dann Zweiter geworden in der Tabelle. Aber wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist, eine Damenmannschaft auf die Beine zu stellen. Wir haben hier eine Damenmannschaft, die gab es schon, da war noch kein Hype im Damenfußball und darauf bin ich ganz besonders stolz. Was macht den Damenfußball aus Ihrer Sicht aus? Also in erster Linie sind die Mädels einfach viel unkomplizierter und charmanter. Also das sage ich jetzt mal als Frau. Und ich finde es einfach toll, wenn wir als Frauen zeigen können, dass wir viele Dinge fast genauso gut können wie die Männer. Ich glaube auch, dass unkomplizierter sind. Man kann, ich bin halt der Meinung, Damenfußball und Herrenfußball kann man nicht vergleichen. Das sind meiner Meinung nach, ich bin schon lange jetzt im Fußball aktiv, meiner Meinung nach zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wir haben mit den Damen relativ wenig Probleme. Sie sind wirklich sehr unkompliziert und sehr pflegeleicht. Und vor allem sehr sympathische und nette Damen. Das ist bei uns in Manswörth wichtig, weil wir haben, unser Motto ist beim SC Manswörth, wir sind ein kleiner, feiner Familienverein. Gemeinsam sind wir stark und wir sind sehr froh, dass wir so viele Damen da bei uns haben. Warum Damenfußball? Weil es einfach mal was anderes ist für Mädchen und man sich durchsetzen muss und man auch mal die nicht so feminine Seite zeigen darf. Und genau das macht es raus. Was mir so gefällt am Fußball, ist, dass es wirklich ein Mannschaftssport ist, wo jeder für jeden kämpft und auch da ist. Also man ist nie auf sich alleine gestellt, sondern man weiß, man hat immer noch 10 andere Personen am Platz, die einem helfen. Was war die Idee, Frauen-Damen-Fußball hier zu etablieren? Ich selber bin in einem Männerberuf tätig und weiß, was Frauen leisten können. Frauen haben genauso Spaß am Fußball und ich habe mir gedacht, warum soll man das nicht umsetzen? Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft haben viele Medien berichtet, die Damen gehen mit viel mehr Freude zum Spiel. Kann ich bestätigen, weil die kriegen kein Geld dafür. Ja, also im Damenbereich ist es ja so, also wir machen das wirklich, weil es uns einen Spaß macht. Also es wird keine da sein, wenn es keinen Spaß an dem Fußball hat, weil um Geld spielen wir nicht oder kriegen wir nicht. Was ist das Ziel dieses Vereins, dieses Zweigvereins der Sektion? Wir wollen an und für sich siegen. Das ist einmal Ziel von der Mannschaft. Der Verein unterstützt uns, wo es geht. Das ist das Angenehme. Auch die Frau Bürgermeisterin hat uns die Trainingsanzüge gesponsert. Nachdem es auch sehr fürs Fußball engagiert ist, muss ich sagen. Die hat sich richtig gefreut und ich denke mir, in Manswörth, wir sind echt herzlich willkommen, oder? Ja. Jetzt haben ja viele Männer und auch Jugendliche schon bereits Starlüren. Wie sieht es denn mit den Jungdamen hier aus? Nein, eigentlich nicht. Wir sind so eine homogene Gruppe. Wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist das Schöne an dem Verein. Wir haben Unterstützung vom Verein selber, wirklich von bis. Da gibt es kein einziges Nein. Und so ist es auch bei den Mädels. Also sie unterstützen sie, wenn eine Mitfahrgelegenheit braucht. Wir haben keinen Bus, dann nimmt eine die andere mit. Das ist überhaupt kein Thema. Und auch am Fußballfeld, wir haben wirklich Anfängerinnen und die werden da einfach mitgerissen. Es geht aber nicht ganz ohne Mann. Ein Mann ist doch noch da. Ja genau, unser Trainer. Wir tanzen nach der Pfeife eines Manns. Nicht immer, aber beim Training schon.